ohne Frage. Also wenn man die Tabellenkonstellation sieht, musste man eigentlich davon ausgehen, dass wir hier klar gewinnen. Mag unter anderem daran liegen, dass wir vielleicht letzte Woche ein bisschen zu doll gefeiert haben und das dann vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen haben. Also das war heute gar nichts. Man muss aber auch sagen, Urania hat das super gemacht. Haben schön auf Konter gespielt, hatten wir echt Probleme mit. Rasen ist vielleicht auch nicht so ganz unsere Stärke, dass wir heute darauf ausgewichen sind. Aber es sollen jetzt keine Ausreden sein. Also Urania war gut, wir waren schlecht. Nein, wir sind mit den Unentschieden sehr zufrieden. Wir haben schon gewusst, dass es hier ein schweres Spiel wird. Und wir haben aber heute echt gut dagegen gehalten. Und ich glaube, wenn man am Ende die Chancen sieht, hätten wir sogar einen Sieg verdient gehabt. Aber traurig sind wir trotzdem nicht, dass wir 0-0 gespielt haben. Ja, Ziel ist ganz klar, dass wir in der Saison ungeschlagen bleiben. Dass wir auf jeden Fall ohne Niederlage sind. Gut, wir lassen jetzt die Spiele, die Saison ausklingen und dann fokussieren wir uns auf die nächste Saison. In der AAA oder Altherren-Oberliga wollen wir dann mit Sicherheit auch eine gute Rolle mitspielen. Da müssen wir aber konditionell noch deutlich mehr machen, das wissen wir aber auch. Ja, das war natürlich für uns heute ein sehr, sehr tiefes Geläuf, aber ich glaube, am Ende kam uns das sehr zugegen, weil die spielstärkere Mannschaft da wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten hatte als wir mit und die ihr Kurzpassspiel nicht so gut aufziehen konnten und wir gut stören konnten. Es war natürlich auch sehr kräftezehrend und kräfteraubend, aber das war sicherlich auch Teil unseres Erfolges, dass wir unentschieden spielen konnten.